Hey Leute, ich kann's kaum fassen. Was glaubt ihr, was ich vor circa 10, 15 oder waren 16 Jahre gespielt habe? Was habt ihr da gespielt? Also ich bin jetzt gerade knapp 27 Jahre alt. Und was habe ich wohl mit 12 oder ich weiß gar nicht mehr wie alt ich war gespielt? Pokémon. Und heute ist es soweit. Heute ist keine Ahnung, was für ein Datum. Ich glaube, der 13. Und ich kann mir das endlich runterladen. Zieht sich mal rein. Geile Sache. Ich lade mir jetzt Pokémon Go runter. Und dann lasst uns gucken, wie man sich da überhaupt anmeldet oder registrieren kann. Ich find's geil. Ist wahrscheinlich ein bisschen größere Datei gewesen. Gehen wir mal rein. In das Spiel. Damit es ein bisschen schneller geht, schalte ich mein WLAN aus, weil ich jetzt gerade auf dem Balkon bin. Nee, Standort zugreifen. Ja. Geburtsdatum eingeben. Schaut mal kurz weg. Ich will mein Alter nicht verraten. Wer es kennt, ist schön, wer nicht. Stimmt, das habe ich ja im Video gesagt gehabt, aber meine ganzen anderen Daten müssen ja nicht wissen, welchen Monat. Upp. Ah, und hier steht's. Mit Google anmelden. Das können wir jetzt tun. Wenn einer nicht weiß, wie man sich mit Google anmeldet, der kann mich gerne anschreiben oder meine anderen Videos mal angucken, wie man ein Google-Konto erstellt. Das geht ganz einfach. Ich gebe jetzt kurz meine Daten ein. Dann Passwort. Dann erscheint sowas hier. Und dann müsst ihr einfach auf Zulassen klicken. Jawohl, guck mal. Darf Pokémon euch Mitteilungen senden? Natürlich darf schon das. Das würde ich auch aktivieren, weil wenn jemand gegen euch kämpfen möchte, dann seht ihr das sonst nicht, wenn ihr das nicht aktiviert. So, und dann einfach auf Akzeptieren klicke. Tada! Guck mal, Hallöchen, ich bin Professor Willow. Wusstest du, dass diese Welt Wesen bevölkert wird, die Pokémon nennt? Pokémon findet man überall auf dem Globus. Manche von denen leben auf dem Land, andere in der Luft und wieder andere im Wasser. Mein ganzes Leben lang habe ich sie und ihre Region verbreitet. Ey, das erinnert mich einfach an zum Beispiel die gelbe Version. Oder was war die erste, wo ich mal damals gekauft habe? Rote, ich weiß gar nicht mehr. Jo, hilfst du mir bei meiner Forschung? Natürlich, fantastisch. Genau nach jemandem wie dir habe ich gesucht. Deine Aufgaben. Wir stehen darin, überall Pokémon zu suchen und zu sammeln. Wähle jetzt deinen Look für dein Abenteuer aus. Da ich ja ein Mann bin, wähle ich eine männliche Person aus. Jawohl. So, wie soll ich meine Hautfarbe nehmen? Wie soll die aussehen? Also, ich gehe ja bald in den Urlaub, wie ihr wisst. Und ich bin ein bisschen braun gebräunt nach dem Urlaub, also lasse ich das mal. Meine Haare, Haarfarbe. Nee, ich bin kein. Mein. Ja, braun passt. Meine Augen sind eigentlich schwarz. Oder braun besser gesagt. Braune Augen habe ich. Käppi trage ich eigentlich ungern. Kann man das Käppi weglassen? Ich will kein Käppi. Naja, wenn ich schon ein Käppi anziehen muss, dann nehme ich die Farbe schwarz. Ja, innen weiß, passt. Welches T-Shirt? Rot? Nein. Welches T-Shirt? Gelb sieht gut aus. Rot geht so, orange? Nee, gar nicht. Also nehme ich lieber rot. Klamotte? Was sind das für Klamotten?
Naja, da ich ja rot anhab, nehme ich die roten. Schuhe sollen dann auch rot sein. Gibt's leider nicht. Dann nehme ich hier orange. Rucksack, wie soll der aussehen bei mir? Ja, schlicht schwarz. Ja, wenn ich schon rot anhab, nehme ich rot oder nicht. Lass mich überlegen. Ja, dann nehme ich halt rot. Ich bin bereit. Hallo. Guck mal, so sehe ich aus, Leute. Wenn ihr mich treffen wollt, dann seht ihr mich so. Klar darf Pokémon auf meine Karte zugreifen. Es befindet sich ein Pokémon in der Nähe. Ja, was soll ich tun? Hier sind einige Pokébälle, die dir beim Fangen eines Pokémons helfen. Hey, komm, ich klicke das Ding an. Ja, meine Kamera ist an. Da ist er ja auf meinem Tisch. Hey. Der springt ja. Ich hab Angst. Ja. Guck mal. Auf meinem PC liegt ein Pokéball. Bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Jawohl. Glumanda wurde gefangen. Geile Sache. Schaut euch das mal an. Pokémon registriert. Ich hab Glumanda. Juhu. Geile Sache. Glückwunsch, du hast dein erstes Pokémon gefangen. Du bist ein begabter Pokémon-Trainer. Wie soll ich dich nennen? Wisst ihr wie? Mit Mann live. Natürlich, wie denn sonst, oder? Bist du sicher, dass du mit Mann live genannt werden möchtest? Klaro, weil ich also bin. Ah, ein toller Spitzname. Freut mich, dich kennenzulernen. Auf deiner Entdeckungsreise benötigst du mehr Pokébälle und andere nützliche Items. Item findest du bei Pokémon Shops. Diese befinden sich an interessanten Orten wie Skulpturen oder Baudenkmälern. Geh jetzt überall auf der Welt auf Entdeckungsreisen, um Pokémon zu fangen und sie in deinem Pokédex zu registrieren. Leute, wisst ihr, wo ich am 29. hinfahre? Ich fahre nach Italien und danach komme ich zurück und dann fahre ich nach Spanien. Also sammle ich viele ausländische Pokémons. Nicht wie raus und go. Klar. Alter, was ist denn das? Guck mal. Ja, wo ist das Ding? Wo ist das? Da ist das. Hey. Jawohl. Guck mal. Alter, bei mir ist eine Raupe gewesen. Guck mal, auf dem Fensterbrett. Geil, ich habe noch ein Pokémon gefangen. Juhu! Geile Sache, wie heißen die süße Raupe? Hornilu! Geil. So, dann laufe ich mal geradeaus. Laufe ich mal hierher. Haben wir hier irgendwo was? Guck mal, meine ganze Welt. Guck mal, siehst du das? Da vorne, was sich da befindet. Dies ist eine Arena. Hier testest du dein Können in Pokémon-Kämpfen. Du scheinst noch sehr viel Erfahrung als Pokémon-Trainer zu haben. Komm zurück, wenn du Level 5 erreicht hast. Ja, danke euch. Guck mal, da drüben ist die Pokémon-Arena. Geil. Level 2 Aufstieg. Cool. Drehen wir uns mal. Also Leute, jetzt bin ich gerade zu Hause. Jetzt sind gerade keine Pokémons da. Aber, ey, guck mal. Das stimmt ja wirklich. Da ist ein See bei uns. Da vorne ist ein See bei uns. Und hier wird es genauso angezeigt. Hier sind verschiedene Arenas. Also. Dann lasst uns mal später auf die Straße gehen und verschiedene Pokémons fangen. Hehe, das machen wir dann im nächsten Video.